Hier ist von einer Neueröffnung die Rede. Philosophie zum Anfassen und abendländische Philosophie. Was ist damit jetzt gemeint? Na, abendländische Philosophie, eben Philosophie des Abendlandes. Ganz einfach. Ja, aber Abendland in diesem Zusammenhang, ich habe keine Ahnung, ich würde ja googeln, aber das mit dem Netz ist ja hier so eine Sache. Na, wenn du kein Netz hast, dann schau doch einfach mal ins Lexikon. Sowas gibt es doch auch noch. Ja, aber das ist ja, das dauert eine ganze Weile, bis man da was findet. Tja. Dann gucken wir mal. Also, Abendstunde, Abendstern. Abendspaziergang, Abendbrot, Abend so weit hinten, würde ich sagen. Abendbrust, Abendtaub, Abendkleid, Abendmahl, Abendland haben wir gefunden. Siehe Okzident. Das heißt jetzt was? Okzident? Naja, eben nicht Orient, Morgenland, sondern Okzident, Abendland. Also, meistens redet man ja eigentlich vom christlichen Abendland. Aber Dresden, montags, die Leute, die reden immer nur vom Abendland. Vom Christentum haben sie auch wahrscheinlich nicht so richtig viel Ahnung. Also das heißt jetzt, Morgenland ist im Osten, weil dort am Morgen die Sonne aufgeht und Abendland dann im Westen. Genau. Der Ort wird nach der Zeit bezeichnet. Und die richtet sich von Alters her nach den Gestirnen und ihrer Bewegung. So nach dem Motto, im Osten geht die Sonne auf. Genau, ex oriente lux, wie der Lateiner sagt. Im Süden nimmt sie dann ja Lauf. Genau, zumindest auf der Nordhalbkugel. Im Westen will sie untergehen. Ja, genau, wir kennen alle das Sprüchlein aus den Kindertagen. Ja, naja, das ist dann wenigstens eins, was immer gleich bleibt und sich nicht ändert. Tja, da wäre ich mir nicht so sicher. Bei Platon zum Beispiel, da gibt es einen Mythos. Also der alte Grieche. Genau, Platon, hier steht sein Modell, Höhlenreiches und so weiter. Also der hat einen Mythos geschrieben und da ändert sich das nämlich. Das heißt, die Bewegung der Gestirne, die von Osten nach Westen normalerweise sich bewegt, wenn die Zeit erfüllt ist, irgendwann fängt das an, sich umzudrehen. Und die ganze Welt wird total verändert. Denn dementsprechend geht die Zeit dann auch anders. Weil der Sternenhimmel ist sozusagen die Uhr der alten Völker. Und wenn das alles so rum ist, ist auch die Zeit anders. Du meinst, wenn die Zeit selber auf einmal rückwärts geht, das heißt denn, ich werde wieder jünger und nicht älter? Ja, also ich hätte das zwar eigentlich mehr nötig, aber auch du wirst also noch jugendlicher und dann wieder ein Kind und dann ein Kleinkind und dann noch immer kleiner, bis du dann vor Kleinheit ganz verschwindest. Und wo komme ich denn her? Wo du herkommst, wie alle anderen auch. Du stehst aus der Erde auf. Also laut Platon und seinen Mythos. Ohne Eltern, ohne Familie, auch ohne vererbten Besitz. Das heißt, alle, die da aus der Erde aufstehen, zur Welt kommen, sind gleich. Goldenes Zeitalter genannt. Paradiesisch sozusagen. Also war Platon jetzt Kommunist? Naja, das kann man wiederum auch nicht so sagen. Aber er hat das in diesem Mythos zumindest mal durchgespielt. Und da ging dann im Prinzip die Sonne im Westen auf. Genau, die Sonne ging dann im Westen auf und nicht im Osten. Es ist alles umgekehrt. Also so ähnlich, wie wenn du hier so eine Links-Rechts-Umkehrbrille aufsetzt, da wirst du das sehen. Ja, also großen Unterschied sehe ich jetzt hier nicht. Na, dann steh doch mal auf und schau mal nach unten, dass du deine Füße siehst und dann geh mal ein paar Schritte. Ja, ich würde sagen, das funktioniert nicht ganz so gut. Das ist nach einer Weile wie betrunken sein. Ja, wie betrunken. Das ist ja eigentlich auch der Sinn dieser Ausstellung, dass man den Kopf mal richtig durchlüftet. Das nicht mit Alkohol, sondern einfach indem man sich mal neue Sichten einverleibt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt übrigens nicht nur Brillen, die links und rechts vertauschen, sondern hier zum Beispiel das Exemplar, das vertauscht oben und unten. Probieren wir das jetzt auch mal aus. Ich teste. Jetzt hängt das Publikum an der Decke. Es ist so nach dem Motto, man verliert den Boden oder die Füße.
Ja, also richtig glauben kann man damit jetzt auch nicht. Ja, das ist alles eine Sache der Gewöhnung. Wenn du diese Brille jetzt nicht nur ein paar Sekunden, sondern ein paar Tage hintereinander auf hast, ohne Unterbrechung, dann wirst du sehen, dass sich dann für dich auf einmal alles wieder richtig rum zeigt. Dann spielt für dich alles wieder richtig rum. Obwohl alles falsch ist. Weil im Prinzip ist ja alles umgekehrt und falsch. Tja, was ist schon richtig und falsch? Das. Naja, aber die Grundlage, und ich meine, das sagst du schon, das Wort ist die Erde, der Boden, die Materie. Genau, die Grundlage. Wir haben gerade was fallen gehört, ne? Das fällt alles zu Erde. Boden, Materie, das ist die Grundlage, das stimmt. Aber es gibt auch geistige Grundlagen, auf denen alles aufgebaut ist. Ja, aber das ist doch der wieder von Kultur zu Kultur verschieden und anders. Sicher. Nehmen wir zum Beispiel mal unsere Kultur, also das Abendland. Das hat eigentlich im Wesentlichen zwei Grundpfeiler, auf denen es aufbaut. Das eine ist die jüdisch-christliche Religion und das andere ist die griechisch-römische Antike mit Philosophie und Wissenschaft und Recht. Na, dann denke ich, verstehe ich jetzt auch, warum so viele Bauteile hier rumstehen. Das ist also die Säule jüdisch-christlich. Genau, nehmen wir mal das als die erste Säule. Judentum, Christentum, also Monotheismus mit hohem ethischem Anspruch. Denn vor dem einen gemeinsamen Gott sind alle anderen Menschen dann auch gleich, gleichwert als seine Kinder. Jedes Individuum eine unendlich wertvolle Seele. Egal ob Mann oder Frau, Grieche oder Perser oder Römer, Freier oder Sklaver, das gilt für alle unendlich gleich. Also das wäre so ungefähr der gefühlte Markenkern dieser Religion, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dann haben wir ja noch eine andere Säule. Was ist jetzt mit dieser Säule? Na klar, das ist jetzt die Ratio, die Vernunft neben der Religion. Jetzt kommen also die alten Griechen zum Wort, denn dieser Gott ist jetzt, dieser eine Gott ist nicht irgendwie so ein willkürlicher Tyrann, sondern er ist erkennende Vernunft. Und deswegen gilt dann auch hier im Abendland letztendlich ein positives Verhältnis zur Wissenschaft. Die alten Griechen haben es ja erfunden, die alten Wissenschaften, Archimedes und so weiter. Und nicht nur in der Naturwissenschaft gilt Regeln und Gesetze und Vernunft, sondern auch in den politischen Verhältnissen. Das haben die Römer dann im Wesentlichen geprägt. Also vernünftige Rechtsverhältnisse. Jetzt stehen die zwei Säulen hier und was wird jetzt darauf aufgebaut? Genau, jetzt können wir hier weiter aufbauen. Also zum Beispiel hier das, der Architrav, wie die Architekten sagen, das ist jetzt die Aufklärung. Die ist natürlich auch wichtig. Ja, Ratio, Vernunft, die alles beurteilt. Und jetzt kommt dazu die religiöse Toleranz, auch zu den anderen Religionen. Und dann umgesetzt in die Politik heißt das also Gewaltenteilung, Teilhabe an der Macht, Demokratie. Und dann kommt natürlich in der Aufklärung dann gleich noch die drei großen Stichworte, Egalité, Liberté und Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, ich denke, das kennen wir alle von der Französischen Revolution. Gut, dann würde ich sagen, sind die Atheisten jetzt auch wieder mit davon von der Partie? Genau, dann sind die Atheisten natürlich auch mit von der Partie. Denn das ist letztendlich jedem einzelnen Menschen freigestellt, wie er sich gegenüber dem großen Geheimnis des Seins, diesem großen Rätsel verhält, ob er mit ihm redet, ob er du sagt, ob er betet, ob er als Gott tut, oder ob er das nicht tut und das große Geheimnis nur versucht zu erforschen aus seinen Wirkungen heraus, Stück für Stück, oder ob er vielleicht beides tut, das ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Oder ob er vielleicht auch gar nichts von beiden tut. Obwohl wer weder forscht noch betet, das ist wirklich ein armer Tropf. Aber es ist jedenfalls jedem Einzelnen selber überlassen. Und je nachdem, wie er sich entscheidet, danach richtet sich seine Philosophie. Ja, aber denn um wirklich frei zu entscheiden, müsste man ja im Prinzip alles wissen und alles kennen, oder nicht? Eigentlich ja.
Naja, also ein bisschen soll da ja dazu auch diese Ausstellung dienen. Also sag mal, das Judentum und das Christentum, die kommen doch beide aus dem Orient. Ja, natürlich. Also ohne den Orient geht es natürlich auch nicht. Auch in der Philosophie. Wir hätten ganz schön alt ausgesehen ohne die Araber. Also zumindest im Mittelalter. Und da kannte man nämlich hier in Europa die griechischen Schriften nur aus arabischen Übersetzungen. Das heißt, im Prinzip ganz ohne Osten geht es eben auch nicht. Nee. Also, weißt du, für die Wessis sind wir hier eigentlich ja im Prinzip dann auch im Orient. Also vor dem ganz, ganz nah Orient, würde ich dann sagen. Also, ja, kann man jetzt eigentlich noch mehr drauf aufbauen. Wir? Ja, na klar. Wir haben noch viel Platz, das ganze Giebelfeld. Alles, was jetzt auf das Vernunft noch drauf, auf die Vernunft, die beiden Säulen aufpasst. Und da kommen jetzt diese ganzen vielen Fragezeichen, die noch ungeklärt sind. Ja, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu erkennen. Ja, aber ist überhaupt alles erkennbar, so im Prinzip? Das ist natürlich auch schon wieder eine sehr gute Frage. Ja, und wenn denn alles erkennbar ist, wird man dann dadurch glücklicher? Auch das ist wieder eine sehr gute Frage. Das ist sehr schön. Und gibt es vielleicht jetzt noch irgendwelche Überraschungen, auf die ich hoffen kann? Auf die du hoffen kannst? Also mir scheint, du willst jetzt auf die vier großen Fragen von Immanuel Kant raus. Nee, das sind vier Fragen. Ich habe jetzt bloß gedacht, wozu das Ganze jetzt eigentlich gut sein soll. Ja, also nach ähnlichen Fragen jedenfalls, wie die von Kant und die du gerade genannt hast, soll übrigens dann demnächst auch die Ausstellung aufgebaut werden. Also bleibt zwar chronologisch, aber mit verschiedenen farblichen Markierungen wollen wir dann so unterschiedliche Themen und unterschiedliche Fragen kennzeichnen. Das klingt ja erstmal interessant, das müssen wir uns dann mal genauer ansehen. Genau, das müssen wir uns dann genauer ansehen. Übrigens, ganz neue Modelle sind auch dabei. Erst vor wenigen Monaten und Wochen habe ich die gemacht zur Phänomenologie, zum Heidegger, also zur Existenzphilosophie und zum Strukturalismus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen richtig abendländischen Spaziergang durch die Ausstellung. Ja, das können wir machen.